Also, willkommen bei Lucky Winter, Lucky Winter TV. Ich suche mal weit. Und da habe ich mal einen Medizintipp. Liebe Leute, heute mal kein Witz des Tages, heute kommt mir jetzt mal ernst. Und zwar Medizintipp. Ich habe eine getroffen in der Stadt. Eine ältere Frau, die war so dünn und so. Und die fragt mich: Was kann man denn essen? Ich kann essen und essen, ich werd nicht dick. Und dann habe ich gesagt, Kinderschokolade oder irgendwie sowas da, aber da fiel mir ein, ich habe doch Puddingverbot und Chipsverbot. Das sind die zwei Sachen, wo ich so ungeheuer zunehme, jeden Tag 100, 200 Gramm. Wenn ich davon zwei, drei am Tag esse, da abends da, oder so eine Tüte Chips auf einmal, das sind 1100 Kalorien eine Tüte Chips. Das ist fast die ganze Mahlzeit für die kleine Frau. Tagesbedarf liegt bei so 1800, 2000 Kalorien. Und das macht man eben zusätzlich, mache ich das zwischendurch mal. Damit nimmt man auf jeden Fall zu. Und so Pudding, für 29 Cent gibt es die überall, in jedem Laden, so Vanillepudding, Schokopudding, davon ein. Und wer riesig zunehmen will, kann zwei oder drei nehmen, aber für den kleinen Frau ist wahrscheinlich eine am Abend reicht auch. Und eine halbe Tüte Chips dann, wenn sie nicht eine runterkriegt. Dann nimmt man auf jeden Fall zu, weil ich habe ein Verbot. Ich habe mir das schon mal gekauft. Ich esse das auch eh zwischendurch mal. Ich hoffe in kleinen Etappen. Ich habe das jetzt schon ein halbes Jahr nicht mehr gekauft, ein Jahr nicht mehr gekauft und seitdem nehme ich auch nicht mehr zu. Auch nicht ab. Hier sieht man ja, was für eine Bauch ich habe. Ich habe jetzt noch 98 Kilo. Und wenn ich das nehme, dann ruckzuck bin ich wieder bei 104 Kilo. Okay, das war mein Tipp. Chips und Pudding für Leute, die zunehmen wollen. Es gibt Leute, und es ist wichtig im Krankenhaus, lieber ein paar Kilos mehr als zu wenig. Wenn man mal krank wird, dann ist einem so schlecht, kann man nicht essen. Dann nimmt man so ab und wenn man so dünn ist, nimmt man noch mehr ab. Und dann kriegt man leicht eine Immunschwäche und könnte sonst vielleicht sogar sterben, dann, wenn man zu dünn ist. Deswegen lieber da kriegst du mehr als zu wenig da und also mit Pudding und Chips nimmt ihr auf jeden Fall zu. Okay, ciao, Kakao.